Nein, kannst du nicht. Wieso nicht? Orin, wieso kannst du auch nicht reizen? Wo lernt man reizen? Oh Gott! Da fällt mir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag jetzt nicht, dass das Reizen ist. Hier. Autsch. Riku! Riku! Riku, 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 du kannst reizen! Riku, du kannst reizen! Toll, jetzt habe ich mich umsonst geschlagen, oder was? Ah! Ja, ich habe mich umsonst geschlagen. Und das hat sogar wehgetan, aua. Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich noch 3 Tage Schädel mehr haben. Hier drüben gab es noch 2 Kisten, wie der nochmal sei. Fakt ist, reizen brauchen wir jetzt. Das ist relativ praktisch. Warum, das werdet ihr bald erfahren. So. Oh Gott, hier ist es ganz und gar nicht still. Die Stille Ebene hat doch so eine schöne Musik. Warum müssen hier so viele Gegner sein? So, da haben wir noch 2 schöne Kisten. Mit 5000 Gil, hey. Kann man immer gebrauchen. Und mit 10.000 Gil, yeah! Na, nicht ihr! Okay, die zeige ich euch mal. Das sind nervige Gegner, so ähnlich wie die Basilisken von der Mihenstraße. Nur ein bisschen nerviger. Weil sie einfach mehr, einfach stärker sind. So, erste ist down. Aber die können Perseus Blick. Und die versteinern uns damit. Was nicht toll ist. Mit Albedmedizin können wir das zwar wieder aufheben. Aber trotzdem, es ist nicht toll. Denn die machen das immer wieder und 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 immer wieder. Und die sind so... Orin, wieso musst du den jetzt unbedingt töten? Jetzt kriegt doch Spike keine Erfahrung. Ach, Orin. Wir wissen doch alle, dass du stark bist. Das musst du uns nicht erst noch demonstrieren. So, wir sind aber schon relativ am Ende der stillen Ebene, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Ein Hinterhalt, das kommt auch noch dazu. Sehr schön, danke. So. Dann jetzt mal schnell hier rechts rein. Aber bis dahin wird sicherlich wieder ein Zufallskampf kommen, wollte ich schon sagen. Ach, woher habe ich das nur gewusst? Wieso kämpfe ich eigentlich gerade gegen die? Keine Ahnung. Ja, sind sie eh schon besiegt. So. Lulu, mach Eisgarn, mach's kaputt. Habe ich noch Wasser? Ja, ich muss mir noch Wasser nachfüllen. Ab jetzt trinke ich normales Mineralwasser ohne Zitrone. Ach, da müsste ich jetzt zum Kühlschrank und das geht jetzt nicht, weil der Kühlschrank so weit weg ist. Ah, ich will doch Wasser mit Zitrone und nicht normales Wasser. Ich meckere gerade eigentlich relativ viel, kann es sein? Ja, ich meckere gerade echt viel. Sehr viel sogar. Ich will nur in deinen Speichersphären. Avira! Wieso machst du das? Ich hoffe, das hat man jetzt nicht irgendwie gesehen im Bild. Weil es wäre blöd. Avira hat sich jetzt gerade mitten vor mein Bild
irgendwie hin, ich habe nichts mehr gesehen. Der ehrwürdige Michael erschuf dieses Trainingslager für die Bürgerwehr. Mit Monstern aus ganz Spira kann man hier kämpfen und seine Stärke messen. Aha. Aber ich war zu dumm und habe alle Monster entkommen lassen. Ich bin zu alt, um sie alle wieder einzufangen. Was soll ich bloß tun? Hey, ihr könntet mir bestimmt weiterhelfen. Könnt ihr für mich die Monster einsammeln? Natürlich nicht umsonst. Mit Belohnung werde ich nicht geizen. Und außerdem könnt ihr jederzeit gegen die Monster kämpfen, die ihr gefangen habt. Und die Items, die ihr nach dem Kampf bekommt, könnt ihr natürlich behalten. Aber die festgesetzte Kampfgebühr müsst ihr schon bezahlen. Und ist das nicht ein tolles Angebot? Nachteile für euch gibt es gar keine. So, dabei wollt ihr euch mit vielen tollen Items belohnen. Ja, ist ja schon gut. Ja. Das habe ich erwartet. Also macht euch gleich auf und fangt Monster für mich. Aber da gibt es eine wichtige Sache. Ach, jetzt kommt der Haken. Ihr braucht besondere Waffen, mit denen ihr ihn den Gnadenstoß versetzen müsst. Tutentun. Keine Angst, ich habe die nötigen Waffen für einen günstigen Preis auf Lager. Ach ja, mehr als 10 Monster der gleichen Sorte kann ich nicht halten. Es bringt also dann gar nichts, wenn ihr mir mehr als 10 bringt. Als erstes sollt ihr alle Monster fangen, die auf der stillen Ebene leben. Ich brauche eine bestimmte Anzahl, um die Monsteranstalt wieder zu eröffnen. Es gibt insgesamt 9 Monsterarten auf der stillen Ebene. Fangt sie allein. Aber ihr braucht besondere Waffe, um sie zu fangen. Ich verkaufe sie euch für einen Sonderpreis. Seid mir also dankbar. Wir wollen Items. Du verkaufst Items? Wusste ich gar nicht mehr. Phönixfedern, her damit. Oh, du verkaufst Weihwasser. Her damit. Ja. Wir wollen Waffen. Ja, hallo, Waffen. Ich dachte, du machst mir einen Sonderpreis. Ja. Das Tolle an diesen Waffen. Ihr seht es ja. Sie haben die Ability Käfig. Käfig könnt ihr nicht bauen. Ihr müsst diese Waffe kaufen. Aber meine Waffen sind halt so viel toller. Und die ganzen Monster fangen, das ist nichts Besonderes. Ihr müsst nur dem Monster den Gnadenstoß mit dieser Waffe geben, mehr nicht. Das Monster wird automatisch hierher transportiert. Ohne dass ihr irgendwas seht. Automatisch wird das gemacht. Deswegen mache ich da jetzt nichts, das werde ich offscreen machen. Das werde ich alles offscreen machen. So. Schnell hier hoch. Ja, ich weiß. Wieder ein Zufallskampf. Das war mir klar. Das war mir sowas von klar. Och, ihr und eure Hinterhalte, ganz ehrlich. Bangt hier mal nicht nur meine Riku. Riku, du wirst mal ausgetauscht gegen Spike. Oh, Spike, du hast fast die Ekstase voll. Könnte ich ja doch kämpfen. Ja, komm, brumms, mach mir die Ekstase einfach mal voll. So, die Ekstase von Lulu können wir auch mal voll machen. Von Orin ist sie voll, okay. Sehr schön. Lulu, mach das Ding mal kaputt. Mit Eisga. Mal sehen, wie sehr steigt denn deine Leiste. Oh, hey. Schön, 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 schön. Die steigt ja gar nicht mal so wenig. Kurz was klauen. Da ist Orin wieder am Zug. Bla, bla, bla. Riku, klau mal nochmal was. Schade. So, Lulu, Zeit, dass wir mal deine Ekstase-Leiste voll machen. So. Schon haben wir die Ekstase-Leiste voll. Okay. Hallo, da kommt mir Chocobo entgegen. Verlaufen? Willst du nach Bevel? Kein Problem, immer mir nach. Naja, Bevel, nee, du lass mal, da will ich jetzt gerade eigentlich weniger hin, weißt du. Ich muss ganz dringend heim und
so bewellen und so. Irgendwie, nee, weiß, ist einfach nicht so mein Ding und hier sind mir viel zu viele Gegner. Moment mal, tatsächlich, alle, fast alle haben Ekstase. Bis auf Yuna, aber mein Yuna ist eh scheiße. Was will ich denn mit Yuna? Ach ja, schnell hier hoch. Ja, wunderbar, es ist geschafft. So, hier gibt es jetzt gleich einen Speicherpunkt, wenn das Bild mal laden würde. Ah, wunderbar. So, und schnell hier entlang. Es wird jetzt gleich ein Knacksen geben, jetzt nämlich. Summons from Lord Seymour. Come with us. We have nothing to discuss with Maester Seymour. Yeah, so out of our way. Lord Seymour's commands must be obeyed. You will come. I warn you. The Maester doesn't need you alive. Jetzt habe ich mein Wasser mit Zitrone. Haha. Kurz zum Kühlschrank gerannt. Zitronensaft geholt. Mal kurz reingekippt. Ach, ist das schön. Ah, mit Wasser, mit so einem Wasser mit Zitrone lässt sich das Leben doch viel schöner genießen. Gott, ich liebe es. Ja, dann machen wir den nochmal kalt. Und zwar als erstes machen wir Haska. Erstmal wichtig, Haska. Ist ganz praktisch. Oren, du bist mal ausgewechselt gegen Riku. Riku? Du machst mal bitte... Das bei dir wird... Nee, halt, halt, halt. Ist eigentlich egal. Mach mal bitte Reizen. Auf den. Oh, du hast doch so einen geilen Arsch, Riku. Lulu, jetzt ist es eigentlich eh schon egal. Denn ab jetzt greift dieser Gegner nur noch mit einer bestimmten Attacke an. Was er leisten, jetzt kann der uns sowas von scheißegal sein, der Gegner. Machen wir trotzdem mal Blitzschock, einfach weil wir es können. Ab jetzt greift dieser Gegner nur noch mit Sprengfaust an. Und die Sprengfaust ist so ungefährlich. Warum ist die Sprengfaust ungefährlich? Sie macht guten Schaden. Naja. Einfach mal aus dem Grund. Die Sprengfaust halbiert nur unsere derzeitigen HP. Mehr macht sie nicht. Yuna, komm, wehr mal ab. Waka, du bist ausgetauscht gegen Oren. Und Oren, verpass ihm mal schön einen Allesbrecher. Den brauchen wir jetzt dringend. Denn der hat außerordentlich hohe Verteidigung. Es geht doch. Denn der hat echt außerordentlich hohe Verteidigung und Spezial... Und natürlich hat er Magieverteidigung auch eine hohe. Ah, schön gemacht, Oren. Sprengfaust. Ja. Ist er nicht putzig, der Kleine. Magiebrecher, Panzerbrecher, Geistbrecher. Wunderbar. Yuna, du bist jetzt ausgetauscht gegen Lulu. Damit du mal in Ruhe so... Mach mal eine Waska-Wut. Komm. Und so schnell dreh ich kann. Ja. Ah, schon wieder keine neuen. What the fuck? Das ist Schaden. Boah, das ist Schaden. Das ist Schaden. Glaub mal was von ihm. Ein Mondschleier. Hey, schön. Ja, mach ruhig weiter damit. Oren, greif mal an. Lulu. Mach doch mal bitte Eisgar. Och, das macht Schaden. Das macht vielleicht Schaden. Riku, sag mal, warum brauchst du so lange, bis du wieder dran bist?